So, bei der Aufgabe sollen wir die maximalen Schubspannungen ermitteln. Wir haben hier ein geschlossenes Profil und wir haben hier verschiedene Dicken, T1, T2, ja, nur T1 und T2. T1 ist doppelt so groß wie T2 und die Frage ist, wo treten in dieser Struktur die maximalen Schubspannungen auf und wie groß sind die? Hier geht es darum, dass wir erstmal das Torsionsmoment ermitteln. Das ist die Schubspannung, die wir hier ermitteln aufgrund des Torsionsmomentes. Und das machen wir dann so. Wir verschieben diese Kraft F natürlich hier in unseren Schwerpunkt, also die Wirkungslinie, dass die Wirkungslinie durch den Schwerpunkt verläuft. Und dann muss ich natürlich, damit ich statisch äquivalent bin, entsprechend ein Torsionsmoment aufbringen. Ja, und dann ganz einfach von dem Punkt, in den ich die Kraft F hineinschiebe, einen senkrechten Abstand hier ermitteln. Das ist dann hier dieser Abstand. Was haben wir hier? Das ist, wenn das b ist, ist das hier b halbe. Und dann nach der rechten Handschraubregel bekomme ich dann ein Torsionsmoment, was hier, wie gesagt, in dieses Profil rein zeigt. Das wäre dann hier das mt. Und mt ist dann, ja, wenn es hier rein zeigt, ganz einfach b halbe mal f. Dieses Torsionsmoment würde dann so hier auf diesen Träger, wenn das das Profil ist, eines eingespannten Trägers, auf den die Kraft F wirkt, wenn ich von der Seite drauf schaue und F verläuft dann durch den Schwerpunkt, den ich habe, würde dieses Torsionsmoment so in diese Richtung wirken. Okay, wenn wir das haben, können wir jetzt auch die Schubspannung ermitteln. Tau ist im Grunde nichts anderes als Tau max und das ist dann das Torsionsmoment MT, was auf diesem Träger wirkt, dividiert durch das Torsionsmoment WT, wobei dann WT natürlich laut der Tabelle, die wir haben, die wir verwenden, zweimal AM entspricht. AM ist die eingeschlossene Fläche dieser dünnwandigen geschlossenen Struktur und dann mal T min. T-Min gucken wir uns mal an. T-Min ist dann, wir sehen, T2 ist größer als, ist kleiner als T1, also wäre das hier T2. Die eingeschlossene Fläche, die wir haben, ist dann B mal H von dieser Struktur, die wir haben, B und H. Und dann können wir das direkt hinschreiben, weil dann sehen wir, dass Tau max nichts anderes als B, mache ich mal so einen Bruchstrich hin, F, die 2 von der 1/2 setze ich da unten rein. Und jetzt das WT ist dann 2, da habe ich dann hier auch nochmal die 2, dann wird hier entsprechend eine 4 draus, die eingeschlossene Fläche ist dann b mal h und t2 ist die dünnste oder die kleinste Dicke, die wir hier haben, dann kürze ich hier das b raus und wir bekommen hier dann, wenn Sie den Zahlenwert einsetzen, die maximale Spannung, das heißt dort, wo wir t2 bei unserer geschlossenen Struktur haben, das wäre dann hier oben, ja, an dieser Stelle, beziehungsweise hier unten, würde dann die maximale Schubspannung dann wirken. Das hier ist Tau max, das hier ist Tau max. Und wie gesagt, das ist ein Viertel, das sehen wir dann auch hier vorne bei der bei dem Lösungsvorschlag, den wir hier vorne haben, und können so relativ schnell die maximale Schubspannung ermitteln. Das ist die Aufgabe, ist eine sehr schnelle Aufgabe, aber ich denke, das ist klar. Noch vielleicht als Randbemerkung, diese Formel, die finden Sie in der Formelsammlung, da gibt es halt die Tabelle, ja, für die geschlossenen, dünnwandigen Profile und können Sie dort ablesen. Ist keine Formel, die Sie im Kopf haben müssen. Würde ich Ihnen empfehlen, das auch in die Formelsammlung zu packen, insofern das erlaubt ist.